Herzlich willkommen zurück zu unserer Karriere mit Werder Bremen hier bei FIFA 15. Unser nächstes Spiel steht an gegen Bayer 04 Leverkusen. Wir sind noch immer auf Tabellenplatz Nummer 2 und müssen gegen den vierten und schauen mal zuerst ganz kurz im Büro vorbei. Angebot zurückgezogen von der Schweiz, Turnierpreisgeld 250.000 für das Erreichen der nächsten Runde im Pokal. Da wir ja gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen haben. Sehr schön. Unsere Mannschaft heute: Wolf, Lokimia, Caldirola, Prödel, Fritz, Macchiade, Elia, Junuzovic, Heirovic, Selke und Franco Di Santo. Also auch soweit erst einmal nichts Neues. Und dann schauen wir mal, ob wir hier weitere 3 Punkte einfahren können. Gegen Leverkusen ein sehr, sehr starker Gegner, der offensiv wirklich stark ist. Aber trotzdem traue ich uns zu, dass wir das Ganze hier ganz erfolgreich bestreiten können. Ich müsste jetzt auch lügen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie wir im Hinspiel gespielt haben gegen Leverkusen. Ich glaube, wir haben sogar gewonnen. Aber alle Angaben ohne Gewähr. Wir schauen mal auf Leverkusen und sehen: Leno, Bönisch, Toprak, Papadopoulos, Hilbert, Reinhards, Castro, Son, Çalhanoğlu, Kruse und vorne im Sturm Kießling. Also wirklich auch sehr offensiv ausgerichtet. Wir sehen hier nochmal Stefan Kießling im Bild. Und natürlich unseren Topstürmer auch, Franco Di Santo, der ja auch Real zugeschlagen hat, doppelt gegen Hertha BSC. Also wirklich, das ist pari pari. Sowohl bei uns virtuell als auch real. Franco Di Santo, die absolute Wucht. Und los geht's hier, der Ball rollt. Leverkusen mit Son. Der zu Kießling. Der zu Son, aber Wolf. Manometer. Erster behutsamer Angriff von Leverkusen. Heirovic. Und der hat seinen Monsterantritt. Heirovic geht durch. Izetajrovic, Außennetz. Schade. Also, erste Torannäherung von Werder. Ein ganz flotter Beginn. Eine Fast-Chance für Leverkusen. Und dann kamen wir. Di Santo, Junuzovic. Natürlich wieder entscheidend zu zeigen, dass wir hier der Herr im eigenen Haus sind. Dass wir hier keine Frage aufkommen lassen, wer der Sieger sein wird. Heirovic stark. Di Santo zu Junuzovic, der kommt an. Junuzovic und Leno. Boah. Leno in allerhöchster Not. Geklärt. Und den muss ich eigentlich unterbringen. Der muss rein, der Ball. Heirovic, schwacher Einwurf. Der sollte eigentlich gar nicht hin zu Toprak. Castro, Leverkusen muss sich jetzt erstmal wieder Sicherheit erarbeiten. Auch die Fans sind voll auf unserer Seite. Castro. Castro zu Reinhards. Wieder Castro. Das ist schon mal eine ganz gute Kombination hier. Reinhards. Und da muss ein Werderaner dazwischen. Fritz macht das gut. Doch Kießling für Leverkusen. Kruse. Na, Hinder. Ein Glück. Ein Glück, dass da Castro, glaube ich, war es, den Ball abgefälscht hat und dadurch der Ball sehr, sehr lahm wurde. Sonst hätten wir Probleme gehabt. Ein ganz dickes Problem. Macchiardi. Jetzt außen zu Heirovic. Gut gemacht. Izetajrovic. Mit der guten Flanke, aber da war der Verteidiger zuerst dran. Lokimia, der mal ein bisschen Stürmer hier spielt, wie es aussieht. Okay, Einwurf. Puh, Lokimia. Der weiterhin vorne bleibt und, oh, das war natürlich ein ganz schwacher Pass. Caldirola. Zurück zu Prödel. Auch Sicherheit in unserem Aufbauspiel kann nicht schaden. Lieber mal hinten rum.
Hajrovic. Caldirola. Oh, schwacher Pass. Der muss doch ankommen. Also noch immer, bis auf die eine Chance von Junuzovic, keine klare Torchance. Jetzt die Santo. Das kann auch kein... Nee, Vorteil für uns. Hajrovic. Und abseits? Das ist doch kein Abseits. Heieiei. Eine schwammige Entscheidung. Also ich hab's anders gesehen von Natur aus. Macchiardi. Di Santo und Zelke, da musst du fix hin. Schade. Leno passt auf. Wie ihr vielleicht auch seht, ich habe das Spielgeschehen, die Spielgeschwindigkeit leicht erhöht, dass das Ganze hier ein bisschen fixer geht. Di Santo. Castro. Macchiardi macht das hier stark. Zelke. Mit Di Santo. Schade. Also die Verteidiger wirklich auf der Höhe. Lassen uns keinen Spielraum. Macchiardi macht es aber stark. Gewinnt hier bisher jeden Zweikampf im Mittelfeld. Zelke. Junuzovic. Aber da ist auch kaum ein Durchkommen. Nur Kimmich zu Caldirola. Und jetzt Davy Zelke, der wieder hängen bleibt an Hilbert. Also, bis hierhin noch kein Feuerwerk der Gefühle. Son, und der ist schnell. Son lässt Fritz stehen und Wolf. Gute Parade von Wolf. Erste gute Chance von Leverkusen. Di Santo. Zelke. Muss den Ball behaupten, aber schafft es nicht ganz. Reinhard Şalhanoğlu. Jetzt kommt Leverkusen, wie es aussieht. Immer dichter, direkt vors Tor und Wolf. Wolf aufs Neue hier. Mit einer klasse Parade, Junuzovic. Zelke, Di Santo. Da fehlen auch ein bisschen die Anspielstationen. Jetzt gerade so ein bisschen. Hajrovic. Und der Ball landet nur bei Leno. Bisher läuft es noch nicht so in unserem Team. Junuzovic aufs Neue, jetzt vielleicht. Den bekommt Di Santo zu Zelke, 1-0. Davy Zelke. Dann muss es halt mal so gehen. Einmal in die Schnittstelle gespielt von Junuzovic. Di Santo legt den Ball quer. Da kommt auch Leno zu spät. Und Zelke dann mit dem vierten Saisontor. Sehr gut. Zu einem wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit. Hier die Führung. Jetzt natürlich kein Gegentor kassieren. Das wäre wirklich gut. Elia Macchiardi. Franco Di Santo nochmal. Di Santo. Starker Anlauf. Di Santo. Und Leno. Und dann nochmal Junuzovic. Bis an die Decke. Schade. Das wäre sogar die Chance gewesen zum 2-0. Wäre aber auch viel zu hoch. Im Moment zumindest. Şalhanoğlu. Noch immer keine Halbzeit hier. Brödel macht das hier stark. Und jetzt also Pause. 1-0. Insgesamt, ja, es ist keine unverdiente Führung, aber unentschieden wäre vielleicht gerechter gewesen. Aber ich persönlich freue mich natürlich und ihr euch vielleicht auch. Ein Sieg wäre hier sehr wichtig, um Platz 2 zu sichern. Köln gegen Paderborn 2-0 momentan, Mainz gegen Hertha 1-1, Augsburg Frankfurt 1-1, Schalke Gladbach 1-1, Hamburg Hannover 1-0, Freiburg Dortmund 0-1, Stuttgart Bayern 0-2 und Wolfsburg 2-0 gegen Hoffenheim. Das die momentanen Zwischenstände und bei uns geht es auch weiter. Noch ist das Spiel hier nicht durch, noch weitere 45 Minuten Zeit für Leverkusen.
hier noch Minimum einen Punkt mitzunehmen. Castro. Das war schlampig von uns. Aber Di Santo setzt nach. Mich würde auch sehr interessieren, welcher Spieler vielleicht euer Liebling momentan ist. Euer Favorit. Wer in euren Augen der bisher, ja, sagen wir mal, beste Spieler in unseren Reihen ist. Würde mich schon sehr interessieren. Kiesling, Kruse. Und Macchiardi. Der wirklich auch eine gute Saison spielt. Nächstes Spiel, Bremen gegen Augsburg. Im Weserstadion, also ein doppeltes Heimspiel quasi. So, Selke. Nein, den bekommt er nicht. Elia war es auch. Son. Son bleibt am Ball. Eine Situation kann reichen für Leverkusen. Die brauchen nicht viele Chancen. Elia macht's gut. Selke. Selke dreht sich hier durch. Dreht sich hier um den Verteidiger Davy Selke noch immer. Davy Selke. Schade. Da musste er es selbst probieren. Weil da Di Santo nicht schnell genug vorne war. Unglaublicherweise. So. Çalhanoğlu. Gute Ballannahme. Kiesling. Çalhanoğlu. Zu Castro. Und wieder Macchiardi. Der haut ja wirklich alles weg. Unfassbare Zweikampfwerte. Jetzt Franco Di Santo. Franco Di Santo. Franco Di Santo. Pfosten. Boah. Das muss es doch sein. Di Santo vergibt. Und das hat Seltenheitswert. Fritz. Oh, Zweikampfverlust. Çalhanoğlu. Das darf sich jetzt nicht rächen hier. Son. Und Fritz macht's wieder gut hier. Çalhanoğlu zu Castro. Der zu Reinhardt. Da muss einer hin. Reinhardt zu Hilbert. Hilbert. Und Lokimia macht's hier stark. Defensiv heute eine ganz, ganz bärenstarke Leistung bis hierhin. Jetzt Son und Wolf. Auch Wolf, der hält hier heute alles. So kann's weitergehen. Son bei der Ecke. Fritz, aber da kommt wieder Son. Und dann auch gleich die nächste Ecke. Also gerade so ein kleines Powerplay von Leverkusen. Die sich hier natürlich nicht geschlagen geben. Son und da hinten, da ist nur Lokimia. Elia. Und der hat auch einen Antritt. Junuzovic. Junuzovic. Franco Di Santo. Durch zu Junuzovic. Aber das ist abseits. Och nö. Das war anscheinend abseits. Dumm gelaufen. Es war eine gute Chance eigentlich. Oh, stark. Wieder Macchiardi. Und den Ball bekommt Selke nicht ganz. Ein bisschen zu steil gespielt. Was für ein Fehlpass. Was für ein Fehlpass hier. Selke, schade. Jetzt schafft es Bremen nicht hier, diese Unzulänglichkeiten zu nutzen. Schade. Macchiardi. Selke zu Elia. Di Santo. Schade. Ich weiß gerade selbst nicht, ob ich mich jetzt gerade hier drauf verlassen soll zu gewinnen. Eher defensiv spielen soll oder offensiv spielen soll. Hilbert. Hilbert, noch immer. Macht das sehr gut. Çalhanoğlu. Aber auch Caldirola voll auf der Höhe. Und schon wieder der Ballverlust hier. Son. Nicht zu fassen. Es geht hier rauf und runter. Son, aber wieder
ein Bremer dazwischen und dann der Fehlpass. Also die Fehler häufen sich hier wirklich. Junuzovic, jetzt vielleicht. Und leider abseits. Das war Minimum zu früh gestartet von Selke. Und natürlich geht es auch Leverkusen offensiv. Das heißt, die Räume müssen da sein. Junuzovic. Jetzt vielleicht. Selke. Selke. Nein! Ich habe gedrückt aus Versehen. Nein, nein, nein. Das wäre die Chance gewesen. Wenn man sich das mal nicht noch rächt. Jetzt kommt Bönisch. Bönisch. Bönisch? Boah. Ich dachte schon, es wäre ein Foul, aber anscheinend nicht. Franco Di Santo, der macht das hier stark. Holt sich den Ball zurück. Franco Di Santo, das muss es jetzt sein. Franco Di Santo, 2-0. Und das muss die Entscheidung sein. Franco macht's. Puh. 6 Minuten vor dem Ende. Die Entscheidung. Da guckt Leno dumm aus der Wäsche. Natürlich auch der Abwehrschnitzer. Und die Santo macht's hier locker und lässig rein. Junuzovic nochmal mit dem Ball gewinnen. Stark. Zlatko Junuzovic. Junuzovic. Und Leno. Das wäre ja beinahe im Alleingang das 3-0. Jetzt also Leverkusen augenscheinlich geschlagen. Di Santo. Toprak mit dem Ball gewinnen. Aber dann kommt Junuzovic. Und kann sich den Ball hier fast zurückholen. Hilbert. Hilbert setzt sich durch. Çalhanoğlu. Und da ist nur Prödel und Wolf. So. Die Nachspielzeit bricht an. 4 Minuten. Okay. Nicht ohne, aber das dürfte trotzdem nichts mehr anbrennen hier. Çalhanoğlu, guter Ball. Außennetz und Abseits. Puh, da kam gerade nochmal so ein kleines Gefühl der Angst hoch. Aber alles gut. Es müsste der Sieg hier werden. Und die nächsten 3 Punkte. Papadopoulos zu Bönisch. Und der Schiri müsste jeden Moment abpfeifen. Toprak. 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 Geht nochmal durch. Und dann so vergeben. Es bleibt beim 2-0, liebe Freunde. 2-0 gewinnt hier Werder. Und schlussendlich auch verdient. Aber Leverkusen hat sich wirklich ganz, ganz gut geschlagen hier. Und dennoch können wir unsere Position Nummer 2 festigen. Schüsse 7-3 aufs Tor, 3-1, Ballbesitz 46-54, Zweikämpfe 11-7, Fouls 0-1, Ecken 0-2, Schussgenauigkeit 42-33, Passgenauigkeit 42-60. Also Leverkusen nicht schlecht, keinesfalls. Und wir schauen gleich mal auf die Tabelle und sehen Bayern mit 46 Punkte auf Platz Nummer 1 und wir Zweiter, 41 Punkte, aber auch Dortmund mit 40 Punkten knapp dahinter Nummer 3. Es wird also nicht ohne werden. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Hier mit unserer Karriere mit Werder Bremen. Ich freue mich und sage dann bis zum nächsten Mal.